Bam, meine Freunde, ein 5 gegen 5 Modus könnte uns bald schon erwarten und die nächste Evolutionsstufe kommt vielleicht schon früher, als wir alle denken. Das und vieles mehr besprechen wir in diesem Video und wenn du keine News zum Thema Squadbusters verpassen willst, dann bist du hier genau richtig. Lass mir doch gerne ein Abo da und denk an meinen Creator-Code Psy im Shop. Ja, Freunde, ein 5 vs. 5 Modus klingt ja schon fast zu schön, um wahr zu sein. Denn ich denke, wir sind gerade alle an dem Punkt in Squadbusters angekommen, wo wir uns etwas Abwechslung in Form eines neuen Modus mehr als du wünschst. Seit der ersten Beta von Squadbusters wissen wir ja bereits, dass mehr Modi auf jeden Fall geplant sind. Denn damals gab es schon einen Button, wo man zwischen zwei Modi wechseln konnte, wobei der eine allerdings gelockt war und wir damals schon nur den jetzigen Modus spielen konnten. Doch jetzt testet Supercell erstmalig einen 5 gegen 5 Modus, allerdings nicht auf unserer Version, sondern auf der chinesischen Version von Squadbusters, welche ab dem 30. Juli in die Beta-Phase geht. Die chinesische Version wird außerdem nicht nur den 5 gegen 5 Modus haben, welcher sich von unserer Version unterscheidet, sondern noch viele weitere Features, die es so bei uns gar nicht gibt. Viele von euch wissen das wahrscheinlich gar nicht, aber es ist gang und gäbe, dass die chinesischen Versionen immer etwas anders sind als die deutschen bzw. als die europäischen oder die offiziellen Versionen, die wir spielen. Hier seht ihr zum Beispiel einmal Brawlstars China und auch das sieht ja einfach komplett anders aus als unser Brawlstars. Meistens sind die chinesischen Versionen halt viel fortgeschrittener als bei uns und Features, die da reinkommen, kommen bei uns dann erst viel später. Weshalb ich natürlich dann auch die Hoffnung habe, dass dieser 5 gegen 5 Modus da gut ankommt, dass der wirklich Spaß macht zu spielen und uns dann spätestens im September-Update, vielleicht Oktober-Update dann auch erwartet. Zu dieser chinesischen Version gibt es offiziell natürlich bisher noch kein Gameplay, weil es halt die erste Testphase ist. Allerdings habe ich hier einen kleinen Trailer für euch, welchen wir uns mal zusammen reinziehen. Und wir stoppen einfach mal bei den Unterschieden zu unserem Game. Also Leute, hier ist der Trailer. Der geht halt wie gesagt nur 30 Sekunden. Das ist ein ganz kurzer Trailer. Aber ihr seht, es ist alles auf Chinesisch. Lasst uns mal reingehen. Es gibt einige Unterschiede. Ich habe mir natürlich schon reingezogen. So sieht natürlich erstmal auf den ersten Blick alles gleich aus. Was da steht, kann ich euch natürlich auch nicht sagen. Keine Ahnung, wird aber wahrscheinlich nicht so interessant sein. So, noch ist alles gleich. Aber hier, Leute, ich muss ein bisschen öfter stoppen, weil es echt wirklich super, super schnell geht. Wenn wir hier mal gucken, hier sind ja alle Buster. Und wenn wir uns hier mal die Hexe angucken, sehen wir, dass da so ein Glückskleeblatt oder sowas drauf ist. Das kann natürlich auch wieder alles heißen. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall was Besonderes, weil es halt bei keinem anderen Buster drauf ist. Vielleicht ist das ja so, dass man in der chinesischen Version ein Buster die Woche hat oder am Tag hat, welchen man dann frei gratis auf Ultra spielen kann oder so. Das könnte ich mir vielleicht vorstellen. Ansonsten wirklich keine Ahnung, was das Kleeblatt heißen soll. Aber das ist schon mal anders als bei uns. So, ansonsten sind das die gleichen Buster. Aber wenn ich jetzt mal meine Kamera ein bisschen weiter nach unten mache, guckt euch mal hier oben rechts an, was wir hier haben. Einfach Gems. Einfach eine ganz andere Form von Gems, nicht die grünen Gems, die du in-game sammelst, sondern einfach eine komplett neue Währung. Die hatten wir damals auch in unserer Beta-Phase und die ist jetzt wohl da in der Beta-Phase auch. Und es ist nicht 1:1 die Beta-Phase, die wir hatten, kopiert, also von vor einem Jahr. Weil da gab es doch nicht diese Evolutionsstufen. Es ist schon was komplett Neues, aber halt mit dieser Währung. Und das finde ich interessant, weil wer weiß, was die kann. Was kannst du dir damit kaufen? Bisher gibt es bei uns halt nur Gold. Mehr gibt's nicht. Und noch Hammer. Ja, wow, Hammer bringt dir aber nicht viel. Deswegen super interessant, bin ich gespannt drauf. Ich hoffe, dass ich mir das dann reinziehen kann, weil ich will wissen, was man damit machen kann. Wir gucken mal weiter. So, hier haben wir natürlich die Archer Queen, das ist aber ganz normal, das ist jetzt nichts Besonderes. Aber auch hier sehen wir schon mal einen Unterschied. Ich muss schon wieder meine Kamera verschieben. Oh, kommt jemand hier hin. Nämlich die Battle Bag. Die hat eine andere Farbe. Warum sie eine andere Farbe hat, weiß ich nicht. Ist es was rein optisches? Oder gibt es vielleicht noch mehr Schlüssel, andere Schlüssel? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sie eine andere Farbe. Und die Monster sehen wir hier ganz gut. Hier, wo meine Maus ist, oben rechts bei der Kiste, haben so ein Symbol neben ihrer Lebensanzeige. Das gibt es meines Wissens nach bei uns auch nicht. Und unsere Buster hier haben auch Symbole über dem Kopf. Hier zum Beispiel den Stern oder hier nochmal so ein, keine Ahnung, irgendein lila Symbol, keine Ahnung, was das ist. Das gibt es bei uns auch nicht. Ich glaube, das soll Megatruppe heißen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und vielleicht soll dieser Stern halt heißen, ist halt bei denen, die eine Super haben, bei den Epischen. Oder wenn die voll ist, dass der Stern dann da ist, keine Ahnung. Ja, und ansonsten sieht man hier jetzt, glaube ich, nicht großartige Unterschiede.
Außer halt, wie gesagt, diese ganzen Symbole, die anders sind, sieht man hier normales Gameplay. Ja. Ja, also wir haben schon einige Unterschiede gesehen, muss man ja sagen. Natürlich noch nicht so viele jetzt irgendwie eine neue Welt oder sowas, welche wir noch nicht kennen. Das gibt's anscheinend noch nicht. Ansonsten haben wir halt noch die Website und die ist auch recht interessant, denn da gibt's eine Sache, die uns allen noch bekannt vorkommt. Denn hier, Leute, gibt es wieder diesen Belohnungspfad, welchen wir ja auch haben, beziehungsweise hatten. Wir konnten uns ja auch vorregistrieren und haben dann Belohnungen in anderen Spielen gekriegt. Und das gibt es anscheinend genauso 1:1 auch in der chinesischen Version. Ansonsten habe ich den Rest der Website einfach mal in den Google-Übersetzer gehauen, weil ich natürlich auch kein Chinesisch kann und wollte einfach mal gucken, ob es da vielleicht noch so ein paar interessante Sachen gibt. Aber schaut einfach selbst, wir gucken mal zusammen drauf. Hier haben wir die Website, Leute, einfach stumpf im Google-Übersetzer übersetzt. Am 30.07. startet der erste Test. Die ganzen Sachen, die man da bekommt, ist im Gegensatz zu unserer Beta, beziehungsweise ist es so wie bei uns in der ersten Beta, verliert man nach den 2 Wochen der Testphase dann auch wieder. Also das ist halt eigentlich 1:1 so, wie es bei uns vor einem Jahr war, nur mit einer aktuelleren Version. Und hier sieht man nochmal diese Lobby vom 5 gegen 5 Modus. Anscheinend gibt es halt einen Captain, das wird der sein, der den Modus erstellt. Und dann gibt es halt verschiedene Positionen von 2 bis 5 halt mit den jeweiligen Spielern. Du kannst dann halt wahrscheinlich 4 Freunde einladen. Hier ein nationaler Trend, keine Ahnung was das ist, vielleicht halt Mehrspielermodus, lässiger Spaß und halt Kampfregeln. Vielleicht ist das auch nochmal ein Modus, den du einstellen kannst. Vielleicht gibt es verschiedene 5 gegen 5 Spielmodi, weiß man halt noch nicht. Auf jeden Fall gibt es diesen Modus. Weltweit erster Test im 5 gegen 5 Modus. Super, super interessant. Hier steht nochmal, dass irgendwie nur 5000 Leute mitmachen können. Ich weiß jetzt nicht, was das soll, also was das heißt, dass 5000 Leute bei der Testphase mitmachen können, aber die Vorregistration, die da jetzt gerade schon läuft, vielleicht dann für das offizielle Spiel schon ist. Vielleicht gibt es da sogar schon ein Datum. Weiß ich nicht, wie genau das läuft. Auf jeden Fall steht hier etwas von 5000 Plätzen. Und hier sehen wir halt nur nochmal diese Gameplay-Einführung. Einfach ein paar Bilder aus und Ausschnitte aus dem Gameplay. Sowas gibt es ja bei uns auch. Was genau die Version am Ende kann, das sehen wir natürlich erst ab dem 30.07. Ich hoffe, dass es einige chinesische Content-Creator gibt, die vielleicht das ein oder andere Video mit uns teilen, weil ich selber komme wahrscheinlich nicht in die Testphase. Die offizielle Version ist auch super schwierig runterzuladen, aber das ist möglich. Aber bei der Testphase brauchst du halt irgendwie chinesische Telefonnummer, um dich zu registrieren und so. Das ist alles super kompliziert. Ich habe es schon versucht, kriege ich nicht hin, keine Ahnung, vielleicht bin ich auch zu dämlich dazu. Wenn ihr wisst, wie das geht, schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Aber spätestens, wenn es dann die chinesische Version offiziell gibt, also nach der Beta, kann ich sie mir über Umwege auch runterladen und dann werde ich da das ein oder andere Video zu machen. Ich bin generell aber erstmal auf eure Meinung gespannt. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das mit der chinesischen Version findet und ob ihr denkt, dass das wirklich einfach ein Test ist und es dann später irgendwann auch bei uns ins Spiel gibt. Ja, Freunde, wie angekündigt, gibt es jetzt auch noch mehr News über die 5. Evolutionsstufe. Bisher gibt es ja nur 4 Stufen vom Baby halt bis zur Ultrastufe hoch und die 5. Stufe ist halt noch gelockt. Wir sind ja immer davon ausgegangen, dass die 5. Stufe den Namen Ultimate tragen wird. Das haben wir halt gedacht wegen den Gamer-Folgen. Denn dort gibt es einen Erfolg, den man bisher noch nicht freischalten kann und der besagt halt, dass man die Ultimate-Stufe freischalten muss und da dachten wir halt immer, dass das die letzte Evolution ist. Ist es wahrscheinlich auch, aber anscheinend soll sie doch anders heißen. Denn dieser Clip hier ist jetzt aufgetaucht. Das ist eine komplett normale Werbung von Squadbusters. Das heißt, es ist kein Leak oder irgendwie eine andere Version. Nein, es ist einfach frei zugänglich für jeden. Es ist eine Werbung, die einem auf YouTube, auf Instagram oder sonst wo vorgeschlagen werden kann. Und dort sehen wir halt die verschiedenen Evolutionsstufen von Greg. Und wenn wir jetzt zum richtigen Zeitpunkt stoppen, sehen wir halt die 5. Evolution von Greg und die trägt nicht den Namen Ultimate, wie wir es halt dachten, sondern Mythisch. Ich persönlich finde den Namen Ultimate auch viel passender. Ich meine, Ultra Ultimate ist natürlich geiler als Ultra und dann Mythisch. Aber letztendlich ist der Name natürlich auch nicht so wichtig, wie eher die Fragen, wann wird sie kommen? Und vor allen Dingen, wie wird sie ins Game kommen? Ich habe etwas Angst davor, dass sie wie die Ultra-Stufen ins Game kommt, dass man halt 10 Ultras braucht, um dann eine Ultimate zu haben, beziehungsweise eine Mythische zu haben. Sorry, ich bin nur den alten Namen gewohnt. Und dass das dann halt für die Free-to-Play-Spieler oder für die Free-to-Play-Plus-Pass-Plus-Angebote, also für die Low-Budget-Payer, einfach komplett unmöglich ist und wirklich nur die Hardcore-Pay-to-Win-Spieler, wie ich zum Beispiel, das irgendwie schaffen können. Und selbst für uns wird es dann teuer, wenn es 1:1 so ins Game kommt. Ich wünsche mir einfach, dass sie irgendwie anders ins Game kommt. Am liebsten hätte ich, dass man die vielleicht ergrinden muss mit so Masteries zum Beispiel. Nehmen wir mal Greg, weil wir ihn ja gerade gesehen haben als Beispiel. Fälle mit Greg. 1000 Bäume als Beispiel. Und damit schaltest du dann die mythische Variante frei.
und dann wäre es auch möglich, dass du die mythische vor der Ultra-Variante freischaltest und dann wiederum fände ich es auch okay, wenn Ultra einfach weiterhin so teuer ist, es schwierig zu erreichen ist, weil du ja 4 von 5 Varianten halt so freischalten kannst. Dann hätte man auf jeden Fall auch einen Grund zu grinden, auch einen Grund vielleicht mal die schlechteren Buster zu nehmen, weil die halt vielleicht auf der Stufe, die du Free-to-Play freischaltest, eine bessere Fähigkeit haben und dann wieder zu guten Buster werden. Das wäre so eine Variante, die ich mir einfach wünschen würde, weil ganz ehrlich, es ist jetzt schon nahezu unmöglich, eine Ultra-Truppe zu kriegen. Wie willst du dann eine Ultimate freischalten, beziehungsweise eine mythische? Es sei denn, die erhöhen halt die Anzahl an Bastern so heftig, die du aus einer Truhe bekommst, dass es irgendwie möglich ist. Aber dazu müsste halt, wie gesagt, das komplette Belohnungssystem einmal angepasst werden. Was man natürlich auch machen könnte, wäre, dass man zumindest im Season Pass eine Truppe nicht auf Super entwickeln kann, wie es bisher der Fall ist, sondern direkt auf Ultra. Aber auch das würde dich nicht viel weiterbringen, wenn halt die nächste Evolution rauskommt. Und ich finde, dass sie es generell so machen könnten, dass man schon eine Ultra im Pass bekommt. Weil ich meine, es gibt halt schon über 30 Buster und selbst wenn man sich jeden Monat den Pass holt und dann jeden Monat einen auf Ultra kriegen könnte mit dem Pass, würde man gerade mal 12 Buster im Jahr damit auf Ultra machen und ich glaube, dass in einem Jahr mehr als 12 Buster reingeupdatet werden. Aber das steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt Papier, ist ein anderes Thema für sich, könnte man so mal ein Video zu machen, wie man den Pass vielleicht anpassen könnte. Ich bin mal gespannt, wann denn die nächste Evolution ins Spiel kommt. Ich meine, wenn man sie jetzt schon in der Werbung sieht, entweder das war ein großer Fail und die wollten die Werbung noch gar nicht bringen, oder sie wollen uns einfach nur extrem heiß auf die nächste Stufe machen, oder es heißt wirklich, dass es vielleicht bald schon der Fall ist. Da bin ich auch wieder mal auf eure Meinung gespannt. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, was glaubt ihr, wann kommt die nächste Stufe raus, die 5. Evolution. Und wie wird sie freischaltbar sein? Glaubt ihr, dass es so ist, wie ich sage, dass es einfach wirklich 10-mal die Ultra braucht, dafür dann aber die Belohnungen angepasst werden? Oder ist meine Vermutung mit den Masteries vielleicht gar nicht so verkehrt? Oder wird sie vielleicht ganz, ganz anders spielbar sein? Ich habe keine Ahnung, schreibt es mir in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, meine Freunde. Bye, bye, euer Psy.